Hi, schön, dass du wieder bei Yoga mit Nina eingeschaltet hast. Heute habe ich dir ein paar Dehn- und Mobilisierungsübungen aus dem Yoga vorbereitet, die ganz einfach auf der Couch zu machen sind. Wer also nach einem langen Tag sich einfach nur mehr auf der Couch entspannen will, kann sich so zusätzlich noch was Gutes tun. Wie der Name schon sagt, du brauchst nichts weiter als bequeme Kleidung und deine Couch. Und dann würde ich sagen, los geht's, viel Spaß! Setz dich einmal ganz bequem auf deine Couch. Entweder mit den Füßen am Boden oder direkt in den Schneidersitz. Egal, wie du jetzt sitzt, richte deine Wirbelsäule gerade nach oben auf. Mit deiner nächsten Einatmung bring die Arme über die Seiten nach oben und mit der Ausatmung dreh dich auf zur rechten Seite. Linke Hand auf rechten Knie, rechte Hand aufgestellt. Wir wollen hier gleich eine leichte Dynamik reinbringen. Mit der nächsten Einatmung komm zurück zur Mitte, Arme heben, Schultern bleiben entspannt. Ausatmen, dreh dich auf zur linken Seite, rechte Hand auf linken Knie, linke Hand aufgestellt. Noch eine Runde genau so. Einatmen, zurück zur Mitte, Blick nach vorn. Ausatmung, Drehung nach rechts. Der Kopf bleibt ganz neutral. Bring Ruhe und Gelassenheit hier rein. Einatmen, komm zur Mitte, Schultern weit weg von den Ohren. Und ausatmen, noch einmal zur linken Seite. Die Scheitelkrone will Richtung Decke, der Nabel zieht nach innen und oben. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Achtung, rechte Hand aufstellen, linke Hand zieht rüber zur rechten Seite. Wir wollen die gesamte linke Seite dehnen. Schicke deinen Atem in die linke Körperhälfte. Die linke Schulter ist ganz entspannt und weit weg vom Ohr. Auch die rechte Schulter ist ganz schwer. Du willst tendenziell etwas mehr Gewicht in deinen linken Sitzbeinhöcker geben. Genau. Mit der nächsten Einatmung komm zurück zur Mitte. Und mit der Ausatmung Seitenwechsel. Linke Hand aufgestellt, rechter Arm zieht lang rüber zur linken Seite. Spür die Dehnung in deiner rechten Flanke. Entspann beide Schultern und lass den Kopf ruhig schwer hängen. Dein Gewicht ist nun tendenziell mehr in den rechten Sitzbeinhöcker. Und deine Gesichtszüge dürfen sich voll und ganz entspannen. Genau. Mit der nächsten Einatmung komm zurück zur Mitte, Arme heben. Und mit der Ausatmung bring die Hände vor dein Herz, Energie zentrieren. Leg dich nun ganz entspannt auf den Rücken und komm schon mal in den Couch-Mode. Dann schnapp dir deine Knie und fang an, ganz lockere Kreise zu ziehen. Entspann deine Hüften. Und dann kreise auch mal ganz entspannt in die andere Richtung.
Wunderbar. Lass nun die Hände an deinem rechten Knie und streck dein linkes Bein aus. Zieh dein rechtes Knie nun zu deiner Brust, so weit wie es angenehm ist. Wir wollen hier nichts forcieren, sondern entspannen. Lass deine Schultern ganz leicht in die Couch sinken und komm hier wirklich zur Ruhe. Wechsle nun die Seite, streck dein rechtes Bein, zieh das linke zu dir heran, ganz dicht an deine Brust. Genau so. Schließ gern deine Augen. Und lass den Tag oder was auch immer dir im Kopf rumschwirrt, einfach gehen und sei ganz bei dir. Löse nun ganz sanft wieder auf und streck dich nochmal in deine ganze Länge. So, als würde dich jemand an Armen und Beinen auseinanderziehen. Ganz weit. Perfekt. Dann begib dich jetzt in deine liebste Couching-Position und mach jetzt, worauf auch immer du Lust hast, und genieße es und entspann dich. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Deine Nina.